Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier immer noch auf EOS natürlich. Wo denn auch sonst? Wir sind hier immer noch nicht ganz fertig. Ja, wir wollen darüber nochmal. Oh, wir sind schon wieder ziemlich am Ende mit unserer Energie hier, mit der Strahlung. Die hat es uns schon wieder ganz schön gegeben. Ja, und wir sind immer noch dabei, hier das, den Schildgenerator der Cat zu infiltrieren. Nachdem wir vor zwei Tagen, vor zwei Folgen, doch arge Probleme hatten an der Stelle, haben wir dann gestern unseren Nomad gefunden. Oder in der letzten Folge, beziehungsweise in der letzten Folge, ja richtig. Und leider gibt es hier aber keinen Aufklärungsposten, bei dem wir vielleicht ein bisschen was an Munition oder so bekommen könnten. Wir können ja vielleicht einmal rumfahren hier. Ah, jetzt könnten wir auch darauf fahren. Ja, das bringt ja nichts. Aufklärungsposten, selbst wenn hier einer wäre. Wir müssen irgendwie da vorne am Eingang vorbeikommen. Flachgipfel hört sich schon mal gut an. Das heißt, wir brauchen eine gute... Wir brauchen gute Strahlungswerte, wollte ich sagen. Kam aber nicht so ganz raus, wohl. Nun, gute Strahlungswerte brauchen wir. Hier sind auch gar keine Tiere, gar keine Wesen, andere. Außer die Cat hier. Ja, das ist dann die große Frage. Wir haben zu wenig Munition. Sind ziemlich schnell verstrahlt. Und sobald wir uns von hier entfernen, rücken sofort wieder Cat nach. Aber sie haben oben die Schilde, haben sie nicht repariert. Doch, haben sie auch repariert. Merkwürdig. Naja, was heißt merkwürdig? Die sind eben fleißig, diese Cat. Ich finde es ja auch schade, dass wir sie angreifen mussten. Sie haben zuerst geschossen. Vielleicht sind die hier friedlich? Einfach mal friedlich auf sie zugehen, augenzwinkernd? Na. Nein. Nein, nein, nein. Wir werden das so machen. Wir versuchen jetzt von diesem Punkt hier direkt aus der Mitte. Da sind wir doch die... Die sehen doch sofort, von wo wir kommen. Sonst wollte ich sagen, versuchen wir von hier aus mal sie anzugreifen. Mit dem Nomad hier, damit, wenn wir verstrahlt sind, damit wir uns hier zurückziehen können. Der ist zwar auch nur begrenzt mit seiner Lebenserhaltung dort, aber wenn wir ausgestiegen sind, glaube ich, dann regeneriert sich das wieder ein bisschen. Ich weiß es nicht. Er stand ja auf einmal da drüben irgendwo und war komplett wiederhergestellt, aufgeladen, in Ordnung. Schauen wir mal. Das sieht nicht so gut aus. Zeit zu kämpfen. Wir nehmen auch gar keine Deckung hier. Ach, Deckung. Wer braucht schon Deckung? Wir sind doch hier der Pathfinder. Kannst du dich nicht in die andere Richtung drehen? Das ist so ungünstig, wie du da stehst. Ich dachte, wir schießen erstmal auf den da oben. Dann nehmen wir den hier. Der ist auch gut. Drei Schuss also, das kann es ja nicht sein. Das tut bestimmt weh. Das war's dann auch gleich schon mit Schönschreiben. Erwählte, Gesalbte. Muss das denn sein? Dass die sich da vorne alle so hinstellen? Falsch rum. Du machst es falsch rum. Ich will ja nichts sagen, aber andersrum wäre besser. Oder? Kannst du so durch die Wand? Nein. Kannst du nicht. Hier ist besser. Kannst du so ein Stück rücken mal? Nein, willst du nicht. Na gut.
Und hier so hinter diesem Hügel, der ist zu wenig Schutz, ist das. Ja, ich verstehe. Oh, wir sind ja fast am Ende. So, schnell wieder ein bisschen aufladen. Ja doch, nee, der Nomad lädt sich nicht selbst wieder auf. Aber es scheint auch, wenn wir ausgestiegen sind, nicht weiter runter zu gehen mit den Lebenserhaltungssystemen. Wenn nicht so, liebe Welt da draußen, wie sollen wir das an dieser Stelle sonst schaffen? Also, ich weiß es nicht. Ja, wir müssen gucken, dass wir unsere Favoriten anders einsetzen mal. Beziehungsweise, dass wir andere Favoriten mal einsetzen. Das sollte doch jetzt reichen, oder? Ist wieder alles im orangenen Bereich? Naja, nee. Komm, ein bisschen können wir noch. Ja, da steht doch immer, wir sollen unsere Fähigkeiten aufwerten, aber... Was sollten wir da schon nehmen? Kampf? Gesundheit würde ich gerne nehmen. Mehr Gesundheit, aber gibt es hier irgendwo Gesundheit? Tech-Effekt-Dauer, Tech-Stärke, das ist das alles nicht. Verbrennung? Anfänglicher Schaden? Oh ja, das sieht ja an und für sich gar nicht so schlecht aus. Aber wir schießen hier mit Sachen oder hauen drauf mit dem Asari-Schwert Nummer 2 schon. Das richtet Schaden nicht von 120, sondern irgendwas um die 577 oder 615 oder so an. Biotik. Oh, was ist denn mit Ziehen und Werfen? Das haben wir ja noch nie ausprobiert. Ach, das müssen wir auch zuweisen. Ja, klar. Ziehen, Kraft zuweisen. Ach so, wir können nur 3 Tasten belegen. Oh. Naja, damit sind wir ja schon gut überfordert. Dann hätten wir aber das hier nicht mehr. Verbrennung ist ganz gut, Lanze taugt eigentlich nichts. Ja, dann hätten wir Ziehen auf 1 legen können. Oder auf 2 und 3 und auf 1 dann... Die Verbrennung? Ja, ziehen. Versuchen wir das mal. Ziehen auf 1. Und werfen auf 2. Und... Was war das? Verbrennung? Auf 3. Oder war das Überlastung? Nein, Überlastung war immer auf 1. Kraft zuweisen auf 3. Warum sind hier Pfeile an der Seite? Kann man vielleicht doch noch mehr... Nein, kann man nicht. Ach so, beim Infiltrator haben wir das jetzt drauf. Ziehen, werfen. Oh, das ist aber nicht gut. Moment, das müssen wir anders machen.
Jetzt wird das etwas klarer. So geht das. Moment. Infiltrator? Was kann der denn nochmal? Moment. Ach nein. Ach so, nein, ach so nicht. Favoriten sind es. Infiltrator, was kann der? Waffenpräzision, Waffenstabilität, Tech, Aufladetempo. Ach, das ist ja auch nicht schlecht. Waffenkopfschuss. Also der Infiltrator bräuchte dann die Lanze und sowas könnte der schon haben. Das ist der. Was ist mit dem Front? Das ist der Frontkämpfer. Dann bekommt der Frontkämpfer hier ziehen drauf. Oha. Ziehen auf. Zuweisen auf 2. Werfen auf 3 und auf 1 bekommt er die Lanze. Die Lanze kann noch nichts. Aber ja, wir haben sie jetzt mal genommen. Auf 1. Dann haben wir hier unser Biotik-Kit als Frontkämpfer. Biotik-Champion. Oh nein, zurück. Ja, die Favoriten. Der Techniker, was kann der Gutes? Entschuldigung, Gesamt-Kombo-Schaden, Tech-Konstrukt-Gesundheit, Tech-Konstrukt-Gesundheitsregeneration. Ja, Tech-Konstrukt-Schaden, Tech-Wiederherstellung und Verteidigung. Kampfdrohne hat er. Eine kleine gemeine Kampfdrohne, die die Aufladungsrate für Tech-Kräfte verbessert. Und sich mit einem EMP-Impuls selbst zerstört, wenn Gegner zu nahe kommen. Die verbesserte Aufladungsrate wird durch die Zerstörung aufgehoben, natürlich. Ja, dann wählen wir, also den Frontkämpfer haben wir jetzt. Haben wir den auch favorisiert schon? Ja, der ist oben. F1. Nein, ich meine Favorit 1. So. Techniker nehmen wir dann mal. Dann schauen wir uns an, was der so kann. Was haben wir dazu gewiesen? Lanze ziehen und werfen. Bei dem Techniker, das wollen wir aber gar nicht. Oh, Moment. Zurück, 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 zurück. Tech. Der kann auch gut mit Tech-Kräften. Dann soll er auch bekommen. Überlastung hatten wir auf 1. Nein, so doch nicht. Zuweisen auf 1. Verbrennung. Ja, das hätte ich gerne auf 4. 4 gibt es hier aber nicht. Na, dann lassen wir das eben auf 2, oder? Auf 3? Auf 3 haben wir dann sonst die Lanze. Und was können wir noch Schönes nehmen? Taktische Tarnung kann ja auch manchmal von Nutzen sein. Flammenwerfer, oh nein. Ja, versuchen wir doch mal Invasion aus, oder? Infiziert Gegner mit einem invasiven Maschinenschwarm unter VI-Kontrolle, der die Verteidigung schwächt und sich auf Feinde in der Nähe ausbreitet. Sehr schön. Basisstatistiken, Verteidigungsdebuff 25%, Dauer 15, Schaden 30 und Aufladezeit 24 Sekunden. Nein, das ist zu teuer. Ausbreitungsradius 6 Meter, aber vielleicht ist der dann richtig gut. Ach, den können wir den überhaupt nehmen?
Hey, das sieht nicht schlecht aus. Na, das sieht alles nicht schlecht aus, wenn wir uns das so angucken. Haben wir nichts Besseres? Ach, die offensiven Sachen, die können wir sowieso nicht zuweisen. Ja, wenn uns nichts Besseres einfällt, dann nehmen wir das mal. Wir können, glaube ich, die Punkte nachher auch wieder abwählen. Invasion kommt dann auf 3. Ich hoffe, das ist gut. Ja gut, dann wissen wir schon mal der Tech, was der so kann. Bestätigen. Der Techniker. Wie sieht er denn aus? So sieht er aus. Dann haben wir noch den Entdecker. Ja, aber wir hatten doch noch etwas. Den Infiltrator. Das ist mehr für Nahkampfsachen. Waffenpräzision, Waffenstabilität, Tech-Aufladetempo, Waffenkopfschuss, schwach. Das ist doch gut für unseren Zweck jetzt. Schwachpunktbonus, Kampfinformation. Beobachten Sie Gegner durch Wände hindurch. Das ist gut, wenn Sie ein Zielfernrohr benutzen. Getarntes Ausweichen. Während des Ausweichens wird kurz ein Tarngerät aktiviert. Das ist super. Ja, das müssen wir doch noch ausbauen. Tech-Aufladetempo. Also hier können wir vielleicht kombinieren, so ein bisschen. Oh nein, zurück. Ja, das war doch richtig jetzt. Ja, wir sind also bei dem Infiltrator. Dann bekommt er auf 1 irgendeinen Kampf. Wir haben gar keinen Kampf. Kampfgeschichte irgendwas. Flakkanon. Oh, hier haben wir ja noch gar nicht geguckt, so groß. Unten die... Ach, Quark. Hier unten die passiven Sachen, die haben wir uns angeguckt. Flakkanone. Nee, sowas. Universalgranate wäre vielleicht schon nicht schlecht. Was kann der Betäubungsschuss? Verschießt ein Zielsuchprojektil mit hoher Durchschlagskraft, das normal große Gegner ohne Panzerung und Schild zu Boden schleudert und Combo-Primer zündet. Mhm. Was auch immer Combo-Primer sind, das werden wir noch rausfinden. Barrikade brauchen wir wohl eher nicht, oder? Erzeugt vorübergehend eine Energiebarriere, die die Schildregeneration von allen stärkt, die dahinter in Deckung gehen. Upgrade-Versionen bieten zusätzliche Kampfboni für alle Verbündeten. Die Aktivierung erfordert eine Energiezelle. Ja, das ist das Problem, das hatten wir schon mal gelesen. Moment, dann kann ich aber auch zu Ende lesen für euch, liebe Welt da draußen. Erfordert also eine Energiezelle aus dem begrenzten Energiezellenvorrat von Barrikade. Basisstatistiken, dauert 12 Sekunden. Energiezellenkapazität 2 und Regenerationsverzögerung, Reduktion 40%. Turbolader leitet vorübergehend Waffenwärme über die Panzerung ab, um die Effizienz der Thermomagazine und die Feuergeschwindigkeit der Waffe zu erhöhen. Puh, nicht unbedingt, das hatten wir uns auch schon mal angeguckt. Stolperdrahtminie wahrscheinlich nicht. Flakkanone verschießt von Kroganern entwickelte Patronen, die beim Aufprall in Schrapnelle zerplatzen. Schrapnellschaden ist bei gepanzerten Gegnern reduziert. Die Aktivierung... Er fordert eine Energiezelle. Ja, das können wir schon. Ja, deswegen haben wir für den Kampf auch nichts genommen. Was war denn hier das? Sollen wir die Barrikade mal ausprobieren? Ach, braucht auch eine Energiezelle. Braucht das nicht alles hier eine Energiezelle? Universalgranate, was brauchen wir dafür? Eine Energiezelle. Na, guck an. Nehmen wir den Betäubungsschuss, oder?
Direktstärke plus 25% Direktstärke. Gut, dann müssen wir das noch zu... Ach, da haben wir nur die, den Betäubungsschuss haben wir nur. Aber das ist ja auch gut. Das ist doch hier der Infiltrator, oder? Der braucht dann einmal den Betäubungsschuss auf 1 meinetwegen. Dann braucht er eine coole Biotik-Sache. Die Lanze zum Beispiel. Auf 2. Wo ist denn die Invasion jetzt auf einmal? Ach, das ist gar keine Biotik-Kraft. Das ist eine Tech-Kraft. Ach, die Lanze kann ja auch nicht so viel ziehen. Schockwelle, genau. Das bekommt er auf 2. Und Nova, was ist das? Kanalisiert Energie in einer Explosion mit hohem Schaden. Direkt um den Benutzer herum. Ja, das ist bestimmt auch gut. Wir nehmen erstmal die Schockwelle, die kennen wir schon aus den anderen Teilen. Und die Schockwelle legen wir mal auf 2. Bestätigen und zurück. Dann brauchen wir noch als drittes die Tech-Kraft. Und da ist entweder Invasion ist ja schon drauf oder Verbrennung nehmen wir. Und Verbrennung, das verbessern wir gleich. Plus 15% Gesamtschaden, hört sich doch gut an. Haben wir gar nicht genommen. Erlernen. Und auf, ach so, zuweisen. Ja, so. Dann mal sehen, das war der Infiltrator. Der kann jetzt auch richtig was. So sieht er aus mit... Moment, nein. So sieht er aus, der Infiltrator. Haben wir kaum benutzt bisher. Dann haben wir den Entdecker auch noch zugewiesen als Favorit. Und der richtet einen 5%igen Waffenschaden an, 5% Schadenswiderstand, 15% Tech-Aufladetempo, plus 15% Biotik-Kräfteschaden, plus 15% Kräftewiederherstellung und Verteidigung. Biotisches Blinzeln. Beim Ausweichen legen Sie schnell eine kurze Entfernung zurück und durchdringen dabei anschließend sogar feste Materie. Ja, da haben wir es doch vor 2 Folgen oder 3. Da habe ich immer gesagt, wieso rennen wir hier durch die Wand? Warum sind wir auf einmal auf der anderen Seite? Ja, deswegen biotisches Blinzeln. Damit können wir das. Super. Ja, das nehmen wir dann aber auch. Das ist hier so eine Kombination scheinbar aus Tech und Biotik, wie das aussieht. Da legen wir uns also dann auch die entsprechende Moment. Entdecker wählen wir erstmal aus. Und da wählen wir uns dann dementsprechend Tech und Biotik aus. Erstmal Tech vielleicht. Verbrennung. Verbrennung ist sowieso super. Kraft zuweisen auf 1 war ja schon. Auf Biotik. Ziehen und werfen. Lanze brauchen wir vielleicht nicht. Oder Schockwelle. Dass wir hier aber auch nur 3 haben. Naja, das kann man ja jetzt kombinieren mit den Favoriten. Mehr als 3 braucht man da oben auch nicht. Also ziehen auf... Ich weiß gar nicht, wo wir das sonst hatten. Machen wir mal ziehen auf 1. Nein, zurück. Und werfen auf 2. Und Kampf brauchen wir nicht mehr. Gut, das wäre dann jetzt der Entdecker. Jetzt haben wir unsere Favoriten soweit. Ja, gut eingedeckt. Dann testen wir. Dann kommt es jetzt zum Testen. Und in der nächsten Folge natürlich dann auch noch. Aber den ersten werden wir jetzt schon testen. Und zwar...
den Techniker vielleicht. Ich bin für den... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wo drauf war. Biotik und Nahkampf können wir jetzt eigentlich nicht gebrauchen. Was war mit dem Infiltrator? Den haben wir gar nicht genommen. Der Infiltrator liegt doch bei uns mit drin. Was haben wir denn? Der Techniker haben wir jetzt. Frontkämpfer 2, 3, 4. Ja, das sind alle 4. Frontkämpfer, Infiltrator und Entdecker. Und den Techniker auch noch. Nehmen wir erstmal den Techniker und gucken, wie wir damit klarkommen jetzt. Nein, ich wollte ziehen und werfen, wollte ich mal ausprobieren. Die Kampfdrohne ist ja auch gut. Ziehen und werfen, das war der Entdecker, oder? Auf 1 und 2. Naja, gut. Ach nein, zurück wollte ich. Das hat schon mal nicht geklappt mit dem Ziehen und Werfen, das war nix. Da muss man wahrscheinlich näher dran sein für. Ich liebe die. Also, das war dann wohl nichts mit dem Techniker, den hatten wir hier. Nein, ziehen und werfen war das gar nicht. Wir hatten... Hier ist der Infiltrator, glaube ich. Ja, was haben wir denn hier? Was ist das? Ach so, rechts unten sehen wir doch, was das ist. Ah. Jetzt nicht mehr. Und geht uns schon besser? Oh, nicht wirklich. Ich dachte, uns geht schon besser. Ja, ich warte jetzt nur, damit wir wieder weiter nochmal austesten können. So, jetzt sehen wir, auf 1 haben wir die Blitzhand, auf 2 haben wir Feuer und auf 3 haben wir auch nochmal Feuer. Wo war das denn mit diesem Schwarm? Das hätte ich gerne mal ausprobiert. Egal, wir nehmen das jetzt, das ist auch gut. Und wie rennen wir eigentlich da? Ach ja, das ist das. Okay. Da sind wir jetzt nicht so weit gekommen. Das passt aber schon jetzt, oder? Ja, das hat fast gepasst. Oh! Die können das aber auch ganz gut. Lebenserhaltung fällt aus. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Ja, toll. Wo ist denn hier Sicherheit schon? Wir sollten das ganze Gerät hier, das sollten wir übernehmen und dann für uns umbauen. Das ist doch ziemlich... gut gemacht, was sie dafür eine Technologie haben. Da können wir aber richtig lernen von denen. Ach, uns geht's immer noch nicht besser. Auch nicht das, was ich meine. Das hier oben müsste das sein. Nein! Wo haben wir das denn drauf mit dem Schwarm? Ach, das war ja... Oh, Moment. Das ist auch gut hier mit der Drohne, oder? Thank you.
Aber jetzt sehen wir ja gar nicht mehr. Auf Techniker sehen wir jetzt gar nicht mehr, wo die sind. Kampfbereit machen! Na. Ah, die Strahlung war schon wieder so hoch. Haben wir denn nichts gegen Strahlung? Och, so schlecht mit der Strahlung sieht das aus. Favorit 2. Das ist da aber auch nicht drauf. Na, hier ist das aber auch nicht drauf. Das bleibt ja immer gleich. Wir haben das jetzt alles zugeordnet und das hat überhaupt nichts gebracht. Ich dachte, jeder... Dann ergibt das ja gar keinen Sinn mit den Favoriten, oder doch? Ja, nur dieses Bonus-Ding, was der hat. Aber dann hat man doch sowieso einen Favoriten, den man immer nimmt. Ich meine, das hier ist ja auch nicht schlecht. Ich dachte, man könnte diese Schnellauswahltasten könnte man jedes Mal neu zulegen, aber ja, jetzt sieht man es auch. Das ist immer das Gleiche. Hä? Ja, welchen Sinn macht denn das dann? Also, das ist ganz nett. Oh nein! Na, gerade noch mal geschafft, was? Und was ist das jetzt für ein blauer Streifen gewesen, rechts, der da so nach oben gegangen ist? Ach, das ist das. Ja, das ist gut. Okay. Ich habe den Eindruck, jetzt treffen wir gar nicht mehr. Ach was, haben wir schon keine Munition mehr? Halt! Was steht dir da auch im Weg? Na, die Folge ist sowieso vorbei. Wir werden das in der nächsten Folge nochmal ausprobieren. Und vielleicht weiß ja jemand, wie man doch mehr als nur 3 Tasten benutzen kann. Ich dachte, das wäre jetzt so mit diesen Favoriten irgendwie gelöst. Dann schreibt es bitte in die Kommentare, wie habt ihr die Tasten belegt und was ergibt da überhaupt Sinn? Also so dachte ich gerade, wie wir das gemacht haben, würde das Sinn ergeben, aber hat man ja gesehen, man kann immer nur die gleichen Kräfte, Kampf, Biotik, Take auswählen und die sind favoritenübergreifend, also das ist immer das Gleiche, dann schade, hätte ich jetzt anders gedacht. Ja gut, dann wird das wahrscheinlich der 5 Minuten Ladebildschirm wieder sein. Dann darf ich mich also an dieser Stelle mit diesem wunderschönen Ladebildschirm bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.